So, und hier bin ich wieder bei Let's Play Schwarz. Jetzt ist März, deswegen ist Herbst. Nein, sie sowas von nicht, aber egal. Wir haben die neue Stadt erreicht, Panaeros City. Ja, jetzt haben wir mehrere Optionen. Wir können die Stadt erkunden oder wir können unser fünftes Team-Pokémon fangen. Ich bin der Meinung, wir sollten unser fünftes Team-Pokémon zuerst holen. Die Stadterkundung können wir später noch machen. So, ja, ist das mein Pokémon healen. So, und dann schaue ich mal, was es Neues im Shop gibt. Na, was gibt's Neues im Shop? Hallo, willkommen, kann ich dir helfen? Ja. Okay, was hast du denn? Ja, wir können Silberbälle bzw. Hypertränke kaufen. Sehr schön. Und sogar Topschutz. Ah, ganz toll. Ich glaube, da kaufen wir mal welche vom Vorrat später, wenn wir nochmal in eine Höhle gehen. Ja gut, 20 ist ein bisschen übertrieben, ich nehme mal 10. So, und was verkaufst du? Verkaufst du TMs oder Briefe? Mal schauen. TMs, juhu! Okay, er verkauft diese Wetterattacken, die das Wetter verändern. Puh, haben wir irgendwelche Pokémon, die mit dem Wetter irgendwann Zusammenhang haben? Ich schau mal schnell. Nein, nicht Beutel, den wollen wir hier noch nicht. Pokémon. Ifuserp, können die Solarstahl beibringen mit Kombi mit Sonnentag, aber das Problem ist, wir haben halt noch keinen Solarstrahl. Wir haben gerade Slam, Pflanzer, Laubklinge, Grasmixer. Wäre eine Überlegung wert. Zebras können wir aber Regentanz beibringen. Können wir damit Donner kombinieren? Wäre auch nicht schlecht. Son Goku kann keine Affe. Können wir auch mit Regentanz kombinieren. Dann werden die Wasserattacken stärker. Und Vogel hat eine neue Form. Es ist jetzt viel Orangen, ne? Okay. Ich glaube, ich kaufe mir mal das Wasser, also den Regentanz und den Sonntag. Heute ist Sonntag, was? Ne, aber im Ernst, heute ist echt Sonntag, lol. Okay. Pokémon sind schon geheilt, dann schauen wir mal, ob wir in diese Route können, weil ich bin mir nicht so sicher, ob wir jetzt schon können in diese Route. Was denn jetzt? Wer bist du? Oh, hallo, du bist doch Kevin. Lass mich doch mal dein Pokédex sehen. Na gut, gerne. So, dann schauen wir mal. Du bist bereits 67 Pokémon begegnet. Oh, sogar einem Glück bist du begegnet. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Oh, wo habe ich denn nur meine Manieren? Da habe ich wohl vor lauter Aufregung doch glatt vergessen, mich vorzustellen. Mein Name lautet ebenfalls Esche. Eberhard Esche, um genau zu sein. Ja, du hast ganz richtig gehört. Und die reizende Dame, die dir den Pokédex anvertraut hat, ist mein herzallerliebstes Töchterlein. Es ist wirklich ein purer Zufall, dass wir uns hier nun persönlich treffen. Sie hat mir schon viel von dir erzählt. Nun, zur Feier des Tages werde ich deinen Pokédex ein wenig aufrüsten. Der Pokédex von Kevin wurde aufgerüstet. Juhu! Es gibt Pokémon, die unterschiedliche Formen besitzen, obwohl sie derselben Art angehören. Fortan kannst du jederzeit überprüfen, ob du einer bestimmten Form schon einmal begegnet bist oder nicht. Darüber hinaus habe ich deinen Pokédex auch um eine Suchfunktion erweitert. Sehr praktisch, danke. Guten Tag, Professor Esche. Wer ist denn Ihr Trainer? Doch, natürlich. Entschuldige. Was? Geraldine? Kevin ist mit meiner Tochter befreundet und bereist Elnal, um den Pokédex zu vollständigen. Verstehe, dann wirst du dich mir gewiss bald in meine Arena stellen. Toll, ich kann es kaum noch erwarten. Genau, Kevin, was solltest du unbedingt machen, sorry. Aber pass auf, in dieser Arena kann der Schuss mal nach hinten losgehen. Geraldine, ich muss los. Ich melde mich wieder, wenn du deine Hilfe... Was, wenn ich deine Hilfe brauche, also? Ah, Professor, mein Flugzeug ist eine Frachtmaschine. Ich kann zwar Güter, aber keine Menschen transportieren. Außerdem sind Kanto und Sinnoh auch nicht gerade um die Ecke. Kaum zu fassen, dass du mir diese harten Worte ohne mit der Wimper zu zucken ins Gesicht schleuderst. Menschen sowie Pokémon müssen sich doch gegenseitig helfen.
ne? Also dann, ihr Lieben, wir sehen uns. Ja, tschüss. Wie bitte? Harte Worte? Ohne mit der Wimper zu zucken? Jetzt bin ich am Ende wieder an meinem Schuld. Wie? Wie konnte der nur zu einem weltweit angesehenen Pokémon-Professor werden? Wie auch immer, Kevin. Als Arena-Leiterin freue ich mich schon ganz besonders auf deine Herausforderung. Ich habe allerdings zuvor noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Als ich vorhin mit meinem Frachtflugzeug über den Turm des Himmels flog, habe ich etwas auf der Turmspitze gesehen. Ich bin mir sicher, dass es ein geschwächtes Pokémon war. Man kann es doch unmöglich einfach dort oben liegen lassen. Ich mache mich umgehend dorthin auf. Du kannst mich begleiten, wenn du willst. Zum Turm des Himmels gelangt man über Route 7. Na gut, danke für den Hinweis. Ne? Okay, Planänderung, wir erkunden jetzt doch die Stadt. So. Ne, auf den Himmelsturm oder wie der auch heißt, kommen wir später noch. Transferkraft? Kontaktbaum? Was um alles in der Welt hat es mit dieser Kontaktebene eigentlich genau auf sich? Ja, das zeige ich euch irgendwann mal in einem Special. Ich besitze die Gabe, den Typ der Kraftreserve zu erahnen. Wenn ein Pokémon die Attacke Kraftreserve erlernt, weiß ich genau, welchen Typ es dieser sein wird. Keine Ahnung weshalb, aber ich habe einfach diese besondere Fähigkeit. Ich demonstriere dir mein Können gerne an einem Pokémon deiner Wahl. Ja, gerne. Bringt dir jetzt uns Kraftreserve bei. Ich versuch's mal beim Affen. Würde dieses Pokémon Kraftreserve erlernen, dann wäre die Attacke wohl vom Typ Pflanze. Okay. Anscheinend hat Kraftreserve hier jetzt einen verschiedenen Typen bei. Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Kraftreserve nur. Ich weiß, das einzige von Kraftreserve ist, dass sie manchmal sehr effektiv, nicht sehr effektiv oder normal sein kann. Anscheinend hat es was mit den Elementen zu tun. Also wusste ich bis jetzt noch nicht. Der Großvater von Geraldine war ein legendärer Fliegerass. Ach, Geraldine ist übrigens die Arena-Leiterin dieser Stadt. Echt jetzt? Nee! Sie ist eine ganz reizende Person. Was jetzt? Echt? Hey, ja, die habe ich ja noch nie begegnet, ne? Spul eine Minute vor, dann ist es der Beweis, dass wir sie noch nie begegnet sind. Um den im Besitz einer Herzschuppe zu gelangen, werde ich Harmonietests machen oder der Dame in Maria City meinen Pokémon vorführen. Oh Gott, irgend so eine Schwulität. Wer ich bin, willst du wissen? Ach so, ja genau, ich bin der Attackenverlerner. Soll ich eins deiner Pokémon eine Attacke vergessen lassen? Nee. Komm wieder, wenn du möchtest, dass eins deiner Pokémon eine Attacke vergisst. Wobei... Kann unser Infoserb zerschneiden? Habe ich Infoserb zerschneiden vielleicht beigebracht? Oder habe ich es nur aus meiner schwarzen... den Gedanken, weil ich habe... Ich glaube nicht, dass es zerschneiden kann. Nee, gut, dann habe ich es nur bei meiner privaten schwarzen Zerschneide beigebracht. Mich nennt man... Was? Mich nennen alle Fräulein Erinnerungen. Ich kenne nämlich alle Attacken, die Pokémon beim Heranwachsen erlernen. Und ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder an sie erinnern können. Im Tausch gegen ein Item namens Herzschuppe helfe ich dem Gedächtnis deines Pokémons gern auf die Sprünge. Ja, okay. Haben wir überhaupt eine Herzschuppe? Egal, wir können es mal testen. Son Goku mal. Also gut, welche Attacken kann's? Bei mir steht Zertrümmerer. Silberblick, Geduld und Energiefokus, Fußtritt, Konter, Karateschlag. Die Attacken kannst du lernen. Aber ich schau mal bei den anderen noch nach. So, welche Attacken kann denn Infoserb? Wahrscheinlich kannst du bestimmt eine Spezialattacke dann dadurch lernen. Tackle, Silberblick, Rankenhieb, Wickel, Wachstum, Egelsammeln, Megasauger. Ja gut, die Attacken kennen wir alle schon. Okay, was hat denn unser Affe? Was kannst du, Affe? Kratzer, Silberblick, Schlecker, Aquaknarre, Kratzfolie, Nassmacher, Verhöhner, Schleuder, Akrobatik. ja, die kennen wir auch schon alle. Und es bleibt uns noch eins, das wir neulich geschaut haben. Zebritz, ne? So, wir attacken ganz Zebritz, Ruckzuckhieb. Routenschlag, Ladevorgang, Schockwelle, Verfolgung, Funkensprung. Ja gut, interessant zu schauen. Wenn es um Pokémon-Attacken geht, sind wir in unserer Familie sehr wählerisch. Ja, das bin ich auch. Bei Pokémon-Attacken bin ich auch sehr wählerisch. Das
gebe ich jetzt nun öffentlich bekannt. Okay, hier sind überall Pfützen, da kann man ein bisschen rumtollen und es spiegelt sich sogar, sehr cool gemacht. Und hier kann man auch stark die Jahreszeitenveränderungen sehen, hier regnet es nämlich, ist ja auch typisch für den Herbst, da regnet es oft. Es scheint eine ganze Menge Leute zu geben, denen von Team Plasma ein Pokémon gestohlen wurde. Und wenn hier übrigens Winter ist, dann ist hier alles voller Schnee. Also, das ist eine typische Jahreszeitenstadt. So, was ist denn in dem Haus hier drin? Drei Typis, okay. Wenn du den Orden der Arena von Panero City errungen hast, verrate ich dir etwas ganz Tolles, okay. Kanonen, Kanonen, wo man schaut. Wenn es in Geraldines Arena an einem nicht mangelt, dann sind es Kanonen. Was, ist denn parat oder was? Siehst du all diese Gewächshäuser rings um die Ladebahn? So können wir das erntefrische Gemüse in Windeseile in alle Welt verschicken. Hm, schlau. Schlaue Sache, was steht hier auf dem Schild? Wahrscheinlich die Beschreibung der Stadt. Panero City! Eine Stadt vom Winde verweht. Okay, was ist hier? Vom Flughafen bis Panero City heben ausschließlich Frachtflugzeuge ab. Trainer, die selbst fliegen wollen, sollten sich die Attacke Fliegen bedienen. Die haben wir bereits. Tut mir leid. Panero City, Zustelldienst. Schnell und sicher, wohin auch immer. Gut, betreten wir einfach mal das Häuschen. Das Gebäude, kann man schon sagen. Häuschen ist ja... Oh Gott, sehr viele Menschen sind hier, okay. Mit der Attacke Fliegen kannst du alle dir bekannten Pokémon Center... Was? Alle dir bekannten Pokémon Center besuchen? Die unbekannte Orte kann dein Pokémon Jedus nicht anfliegen. Ja, das weiß ich. Willkommen in Panero City, der Stadt der Lüfte. Wir nehmen dies als Andenken. Hack Attack. Oder Hack Attack, so ein Hackangriff, ne? Wenn du deinem Pokémon das Item Hack Attack zum Tragen gibst, verstärkt dies die Wirkung von Attacken des Typs Flug, wohl eher die von Hackern. Haha! Auch schätzt du vorher hilf in meinem Inneren den Traum eines Tages Pilot zu werden, um unsere wohlvertraute Welt aus der Vogelperspektive zu betrachten. Das war eine neue Stimme von mir. Und schon wieder in der Einfall. Ich hätte es wissen müssen. Na, was schaust du denn dir da an, Teletubbies? Mein Flugzeug kenne ich von A bis Z. Daher kann ich es prima im Schuss halten. Und in meinen Pokémon lese ich wie in einem Buch. Nur so wird man stärker. Oh, Hessenfab, du zarte Süßigkeit. Für den der Erfand des Lebens Glück. In einem... Ach, das muss ich mit normaler Stimme vorlesen. Das sind so komische Satzstellungen. Ja, Deutschprofis ist jetzt hier und Let's Play dir. In einem anderen, sei im Gegenstück. Du hast gelindert wohl sein Herzeleid, oh Gott. Richtig soll er von dir verdrücken, so kann vielleicht noch mehr ihm glücken. Wenn du mir viele Herzkonfekte bringst, gebe ich dir etwas Besonderes dafür. Ich glaube, da muss man irgendwie so einen Freundschaftstest machen, so mit dem Chigair. So ein Harmonietest, ne? Und dann kriegt man irgendwie solche Items, die man der dann geben kann. Nur eine Vermutung habe ich nie gemacht. Will ich auch nie machen. Wenn ich etwas allein nicht erreichen kann, dann lasse ich mir des Öfteren zum Flug- und Psycho-Pokémon helfen. Daher kann ich mir ein Leben ohne Pokémon gar nicht mehr vorstellen. Ich auch nicht, mein Freund. Guten Tag. Wir vom Zustelldienst von Panero City liefern alle Zeit schnell und zuverlässig. Okay. Schön für die Werbung. Und hier ist noch einer. Dank des Kontrollturmes kann sich der Pilot auch in der unendlichen Weite des Himmels sicher fühlen. Somit weiß ich, dass auch die Pokémon nur unter der sicheren Führung eines Trainers mit solch einer Zuversicht kämpfen können. Oh Gott. Aber ich habe noch nie so deutlich gesprochen. Ich glaube, ich sollte von jetzt an immer so deutlich sprechen. Ja, das Schild haben wir schon gelesen. Und hier ist, die Landeplattform der Flugzeuge. Hey, pass auf, ich würde hier runtergehen, sonst wirst du noch überfahren oder überflogen. Wenn du aufpasst, kannst du von mir aus auf der Landebahn spielen. Denn hier landet täglich nur eine Frachtmaschine.
Ja, nur eine, ne? Selbst eine kann schon tödlich sein, also. Ich würde nicht gerne spielen wollen, wenn ich weiß, dass da Flugzeuge jederzeit drauf fliegen können. Oh, will man geschmackhaftes Gemüse züchten? Muss man es im Gewächshaus aufziehen? Nährstoffzugabe, Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden automatisch geregelt. Bei einer derart attraktiven Aufzucht wird das Gemüse frisch und knackig. Okay, jetzt bin ich von Senioren auf Hitlerstimme umgegangen. Oje, oje. Okay, hier sind nur solche Gewächshäuser. Aber hier kann man die TM Aeroas finden. Durch einen Trick. Aber später mehr dazu. Okay, was ist hier oben? Ein Flugzeug. Sehr episch gemacht. Das wird hier wohl die Arena sein. Wo Geraldine ist, willst du wissen? Sie ist nach der Frachtzustellung rasch irgendwo verschwunden. Ich glaube, sie wollte zum Turm des Himmels. Da gibt es doch einen Himmelsturm in der Höhenregion, ne? Da waren wir sogar mal in einem Let's Play in Pokémon Saphir, da gibt es 3 Quarze zu fangen. Also das ist... Irgendwie gehen die Macher die Namen der Türme aus. Pokémon Arena von Rayonus City, ja. Wie komme ich jetzt auf Rayonus City? Hirn, was soll das? Von Panero City, Gott. Arena seit dem Geraldine, die Meister der Lüfte. Okay, wenn man bedenkt, dass, das ist aber ein kleines Flugzeug im Verhältnis zu unserem Charakter. So, was hast du zu sagen? Menschen und Pokémon haben derzeit, seinerzeit mit vereinten Kräften eine unwirtliche Ödnis wieder unurbar gebracht. Ja. Diese tatkräftige Gemeinschaft, diese fiesen Buchstaben, die sich da immer einfügen. Dieser tatkräftige Gemeinschaftsgeist von einst wird niemals verschwinden. War es das jetzt? Gott, ich dachte, wir kriegen ein Item. Okay, ist hinter der Arena vielleicht etwas? Nein, nur ein paar Bäume. Und ein Zaun. Toll. Und hier dasselbe. Toll. Okay, was ist hier? Hier waren wir schon, ne? Hier ist noch ein Flugzeug. Und hier ist ein Item. Juhu. Kevin hat freier Fall gefunden. Okay, ich weiß, die kann man nur ganz wenig Pokémon beibringen. Ich habe schon sehr viel versucht, die einem Pokémon beizubringen, freier Fall. Und es sind wirklich wenige, die die Attacke lernen können. Mich faszinieren Flugzeuge. Die elegante Form, vollendete Gestaltung der Maschine. Die zweckdienlichen ihrer Mechanik. Alles perfekt auf den Flug abgestimmt. Ja, okay, die Musik spackt nicht so, wie es normalerweise spackt. Okay, haben wir schon jedes Haus erkundet? Ja, ich glaube schon. Hier waren wir schon, ne? Und hier geht's nicht weiter. Die haben auch so bequasselt. Nun gut, dann hätten wir alles in dieser Stadt. Den haben wir noch nicht befaselt. Es scheint eine ganze Menge Leute zu geben, denen von Team Plasma ein Pokémon gestohlen wurde. Oh Gott, die machen wir jetzt fertig. Wo sind sie? Ich bin bereit, sie fertig zu machen. Route 7. Die Holzplanken sind tückisch. Du darfst nicht auf ihnen verweilen, sonst fällst du hinunter. Ach was? Was redet der Film Bullshit? Ich falle hier doch nicht runter. Sieht es so aus, als würde ich da runter fallen. Okay. Guck mal, Level 29. Ja, die Level sind schon höher als normal und es regnet. Verstärkt die Wasserattacken. Und schwächt, glaube ich, die Attacken von Feuer. Also Feuerattacken werden geschwächt. Ich glaube, wir sollten deswegen Solarmark an First Position stellen, aber ich will zuerst Evoserp entwickeln, noch bevor wir in die Arena gehen und unser 7. Team-Pokémon aufnehmen. So. Aber ich will zuerst die Tränen hier alle fertig machen. Im hohen Gras gibt es nicht nur starke Pokémon. Ja, sondern auch Trainer, ne? Ich hab deine Käppi schon gesehen in dem Gras. Teenager Dietrich. Dietrich. Ja, okay, Dietrich. Es gibt auch Leute, die Dietrich mit Nachnamen heißen, ne? Also falls ihr irgendwie Dietrich heißt, könnt ihr einen Kommentar schreiben.
Okay, Lito Meets kennen wir. Das können wir sogar mit einer Pflanzenattacke angreifen. Obwohl es vom Typ Käfer ist. Aber der Gesteinstyp macht das Ganze wieder normal. Oh nein, Käferbiss, sehr effektiv und es ist Depp drauf. God Diamond. Laubklinge. Und, ja. Ja, Shutdown, okay. Vegeta, was ist das nochmal? Muss kurz nachdenken. Das ist der Pflanzenaffe. Die Entwicklung sogar. Das heißt, ich sollte jetzt Zebritz nehmen. Los, Zebritz! Ritz den mal deutlich auf. So. Das ist die Weiterentwicklung vom Pflanzenaffen. Ich glaube, wir sollten unseren auch bald entwickeln. Wenn die jetzt schon anfangen mit ihren Affen, also dann sollte ich wahrscheinlich schon auf die Attacke Knirsche verzichten. Weil wir können ja noch ein paar TMs verwenden. Also ich glaube, ich werde dann Sodamak im nächsten Part entwickeln, wenn die Attacke Knirsche nicht bald erlernt. So, ja, die Feuerattacken werden geschwächt, weil es regnet. Ihr seht ja, wie wenig das gerade abzieht. Ich glaube, da hätte man sogar mit einer Elektroattacke mehr abziehen können. Ja, jetzt hör auf, meinen Zebus zu kratzen. Er ritzt sich ja schon selber. Und tschüss. Initiative wird erhöht, aber das bringt uns nichts mehr. Der Kampf ist eh schon vorbei. Mann, du bist ja echt total stark. Junge, Junge, was für ein Trainer. Ha, ich konnte lesen, was er gesagt hat. Boah. Ich habe echt Dussel, Navitaub. Ich wollte Dusselgur sagen. Okay, das ist die Weiterentwicklung von Navitaub. Na gut, da kann man Zebritz trainieren. Ja. Los, ich switch zu Zebritz. Jetzt mal dieses Navitaub ein bisschen auf. Ruheort. Er hätte sich damit heilen können, aber er hat ja schon volle KP, also was soll er da bitte schön heilen? So, jetzt müssten killen, ja. Gegen einen 36er Zebritz tut man sich nicht anlegen. So, ein Hyperball. Na gut, besser als nichts. Ein Schritt ins Gras. Und diese Scheiße, es taucht noch ein Pokémon auf. Ich glaube, ich setze meinen Schutz ein. Den habe ich ja nicht umsonst gekauft, ne? Es fängt an zu regnen. Ja, unsere Pokémon haben eh schon ein Level, also wir müssen jetzt eigentlich nicht trainieren. Zebritz. Scanner hätte sich verteidigen können, hat aber nicht gemacht. Weil, keine Ahnung. Zu blöd ist. Der zu blöd ist, so. Okay, Level Up für Zebritz, Level 37, höchstes Level von unserem Pokémon. Angriff 87. Naja, ist ein bisschen wenig. Also hat mehr Angriff als Spezialangriff. Ich glaube, dann sollten wir deswegen Volt-Dings beibringen, die Attacke, die wir aus der Elektro-Arena haben. Aber zuerst tue ich mal den Top-Schutz verwenden. So, nein, warte, wir haben eine andere Attacke, ist ja anders, ne? Volt-Wechsel. Ne, ich habe die mit einer anderen Attacke verwechselt, die halt Volt heißt Volt-Stoß oder sowas. So, jetzt tauchen keine Pokémon mehr auf, weil ich schon einen Schutz eingesetzt habe. Oh, oh, oh. Ach. Sowas aber auch. Du bist ja gar kein Pokémon, sondern nur ein Trainer. Ja, nur ein Trainer, ne? Teenager Bogdan. Bogdan. Mit Donner. Ich wusste erst. Es regnet. Eine Attacke und down. So, Laubklinge. Oh, mach meinen Evosap nicht nass. Ja, es ist ganz voller Dreck und so. Naja. Was, die Attacke geht daneben. Achso, ja, die Genauigkeit wurde ja gesenkt. Wegen Lehmbrühe. So, das war's jetzt. Tschüss. Gibt viele EP. Ach so, Zebritz hat den EP-Teiler.
Deswegen hat es auch so ein hohes Level. Ich glaube, ich sollte mir den EP-Teile weglegen, dann ist das Glücksei effektiver, soweit ich weiß. Kerparenda, das ist das Gift-Pokémon, ne? Ah, genau, das ist die Weiterentwicklung von diesem Gift da. Wie heißen das? Oh Gott. Namen gehen mir aus. Rollum. Ich glaube, den Namen verwechsel ich. Rollum? Keine Ahnung. Dieses Pokémon kenne ich zu wenig. So, Siedewasser. Ich hätte auch Schaufel verwenden sollen, es wäre besser. Ne, wäre nicht besser. Er setzte schon sonst Schutzschild ein. Okay, dann Schaufler, was soll's. Ja gut, jetzt setzt er Schutzschild ein. Jetzt müsste der schon nochmal Schutzschild einsetzen, aber beim dritten Mal ist es etwas unwahrscheinlich, dass die Attacke funktioniert. Hör auf dich zu verteidigen, du lahme Pussy. Siedewasser, die Attacke kannst du jetzt nicht blocken. Ach, das ist jetzt ein Schock für meinen. Sodamak. So, Feuer. Heiß, was? Plus Regen. Der macht's noch heißer. Ach komm, das ist doch nur. Okay, jetzt noch mal Schutzschild ein, wetten. Aha, ich wusste es. Weichei. So, Schaufler. Grab dich unter die Erde. Und jetzt, bam, sehr effektiv. Erst normal, dann ist es noch von Typ Käfer. Also Käfergift. Aua! Mich wundert, dass es noch nicht vergiftet ist, unser Solamag. So, tschüss. See you later, bitch. Und Level 34 für Evoserb. Snoothelm. Das ist Pokémon, das man mit wie heißt denn das? Oh, wie heißt denn das? Die Namen kenne ich nicht so gut. Wie heißt denn das? Das ist nicht zu, ach egal. Auf jeden Fall muss man das mit einem anderen Pokémon tauschen, dann kriegt man daraus ein, Kavalanzes, glaube ich, raus. Oder ein Hydreigel, keine Ahnung. Ich glaube eher Kavalanzes heißt es. Ja, Kavalanzes, genau. Oder ist es doch Hydreigel? Ne, Kavalanzes ist es. Oder doch Hydreigel? Ach, keine Ahnung. Ich verwechsel die zwei Entwicklungen immer. Okay, boah, das war jetzt ein Kampf. So, gut, dass ich die Top-Schütze gekauft habe. Hier ist noch ein Backpacker. Ich wollte zum Turm des Himmels, aber ich habe mich verirrt und bin hier versackt. Was, hier kann man sich doch nicht verirren. Die Stadt ist 10 Meter weiter. Oder 10 Schritte, sagen wir so. Und der Turm ist irgendwo. Grillcheater, das ist die Weiterentwicklung von Feuerstarter. Also nicht vom Starter, vom Feueraffen. Okay, ich wechsle lieber nochmal zu Affe. Obwohl Affe angeschlagen ist, aber ist ja egal. Selbst wenn er mit Feuertacken angreift, werden diese nicht sehr effektiv sein. Ja, seht ihr? Der Regen macht es noch ein bisschen schwächer. So, jetzt Lake müsste 140 abziehen, weil... Komm schon! Gott! Volltreffer! Okay, was ich sagen sollte, es hätte mindestens 150 abgezogen. Allein 140 schon und der Regen noch. Kann auch sein, dass ich mich irre. Ihr könnt einen Kommentar schreiben, falls ich mich irre. So. Silberblick. Schau nicht in seine Augen. Jetzt winkt deine Verteidigung, weil du ihn in die Augen geschaut hast, Zebritz. Naja. Ladungsstoß. So, für dich. Eine extra Ladung. Okay, das war's. Und hatte noch eins. Nee. Jetzt verstehe ich. Solange ich stillstehe, kann ich auch kein Ziel erreichen. Das ist echt clevere Dialoge. Okay, dieses ist auch eine Trainerin, oder? Nee. Du sprichst mich also tatsächlich an. Ein Trainer vom Format. So mag ich's. Hier, nimm diese Themen an dich. Ach, so mag ich das. Ladestrahl. Das ist eine Elektroattacke. Mit diesem Ladestrahl kann ein Pokémon des... Das kann ein Pokémon des Werts seines Spezialangriffs erhöhen. Mit etwas Glück werden seine Attacken auch immer stärker und stärker. Gut, danke. Wir können eigentlich mal das Fahrrad verwenden. Warum verwenden wir es eigentlich nie? So, Fahrrad. Okay, hier ist ein Haus. Okay, jetzt hat uns das Fahrrad kaum was gebracht, aber egal.
Ein Wurmball! Wurmball! Bleib stehen! Nippi, nippi! Was? Nippi, pipi. Nippi, pipi. Er macht pipi. Ich liebe ja die Attacken. Megasauger und Gigasauger. Die Kampfpunkte des Gegners werden weniger und die eigenen mehr. Oh, sag mal, hast du dir denn schon ein Sedimantur geschnappt? Also, falls du ein Sedimantur hast, würdest du es vielleicht gegen meinen Emolga tauschen wollen? Wir haben ein Sedimantur, aber das haben wir gerade nicht dabei. Tut mir leid. Und ich habe auch keinen Bock, es jetzt zu holen. So, gehen wir mal weiter über diese Planken. Dam, dam. Oh! Hab mich jetzt überrascht. Beim Rein- und Kampf wechseln ständig die Position der Pokémon. Während dir der Kopf davon verwirrt, werde ich den Sieg einfahren. Achso, schon. Während dir der Kopf schon schwirrt, oh Gott. So, Rein- und Kampf wieder gegen Till. Till. Okay, was setzt du ein? Cleopatra, Dings da und Dings da, okay. Wir setzen ein, Zebritz, Sodamak und Son Goku. Okay, ich wechsle mal zu... Nein, nicht zu Zebritz, sondern... Nein, noch nicht zu Efeserp, sondern zu Son Goku mit einem Doppelkick. So, der soll jetzt Kreopale in den Boden stampfen. Gott, Smogel trifft immer als erstes und schreckt den Gegner immer zurück. Aber kann man nur einmal... Jetzt habe ich mich vertippt. Geil. Naja, Geduld. Aber was, das war Stärke, okay. Bitte keine Psycho-Attacke. Fetiamo, keine Psycho... Es ist eine Psycho-Attacke, aber die greife ich zum Glück nicht an, das ist gut. Okay, jetzt wechsle ich zu Zebritz. Elektro-Attacke gegen Flug will ich jetzt machen. So. Ach, ich habe das immer noch nicht raus. Also ich habe die auch noch nicht so oft gemacht, die Reihenumkämpfe. So, Ladungsstoß. Bist du schneller? Ja, sehr schön. Und tschüss. So, jetzt ist es 2 gegen 3. Na, jetzt leckt's ein bisschen, weil so viele Pokémon-Sprites gerade angezeigt werden, glaube ich. Okay, er wechselt zu Kokmara. Ich wechsle mal zu... Ach, ich mach's immer falsch. Also ich wechsle wieder zu Son Goku mit einem Doppelkick. Selbst wenn er zu Cleopatra wechselt, werden die beiden Attacken sehr effektiv sein. Er erhöht seinen Spezialangriff, oder? Ne, seinen normalen Angriff, ne? Oder Spezial? Ne, normal, ne? Normal ist es, ja. Und die Genauigkeit sogar, okay. Und tschüss, Katzen zertreten. Mache ich ja auch, privat sehr gerne. Ne, also, wenn mir langweilig ist, schmeiße ich mal, zertrete ich meine Katze. Das macht schön, totalen Spaß. Und meine Katze mag das auch, so. So, und sein letztes, guck mal da. Greifen wir mal mit Durchbruch an. One-Hit-Kill. Und jede Menge EP-Punkte. Er hat kein Pokémon von uns besiegen können. Okay, wir sind fast da. Ich kann den Turm schon riechen. Tipps für Trainer. Ist das eigene Pokémon schwächer als das gegnerische, gibt es für den Kampf mehr Erfahrungspunkte. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Je stärker das eigene Pokémon gegenüber dem gegnerischen ist, desto weniger Erfahrungspunkte. Das wusste ich nicht bis jetzt. Ich dachte, man kriegt immer gleich viele Erfahrungspunkte, aber anscheinend ist es in der 5. umgeändert worden. Oh, du hast ein Pokédex. Verstehe, das ist also der Grund, weshalb du auf Reisen bist. Ja, ich will den Pokédex vervollständigen. Ja, genau. Gut. Pico Chiller. Hey, chill doch mal ein bisschen. Jo, chill doch mal, Alter. Sei so wie ein Hippie, Mann. Jo, man bleib ganz cool, Mann. Peace, Alter. So. Okay, genug herumgehippied. Laubklinge. Passen wir den schönen Narbe in the face. Alright. So. Hier ist noch ein Item, der Schutz wirkt noch. Aber hier ist noch ein Trainer. Ein Ranger wieder, oder? Mein Kampfstil ist ein harmonisches Zusammenspiel aus Mutter und Mutter Natur, ja. Aus Natur und Pokémon. So. Komm hier mit diese
diese Wörter da, diese Schleichwörter ins Gehirn. Egal, Fully Con. Könnte man mit der Feuerattacke killen, aber die Feuerattacken sind geschwächt, aber ist egal. Vielfachstärke ist Vierfachstärke. Ja. Was? Achso, ja. Ich habe mich schon gewundert, wo unser Feuer-Pokémon ist, aber Zebritz ist unser, in Anführungsstrichen, Feuer-Pokémon. So, Zebritz. So, spätestens im nächsten Teil, im nächsten Part haben wir ein Feuer-Pokémon in unserem Team. Gott! Nitro-Ladung. So, heute gibt's gebratene Blätter zu Frühstück. Schmeckt es eigentlich gebratene Blätter? Ich glaube ja nicht. Ne? Das sind höchstens verkokelte Blätter. So. Mich wundert, dass es überlebt hat. Aber die Attacke wurde ja auch geschwächt durch den Regen. So, Nitro-Ladung. Bam! Und tschüss. Polycorn. Und was kommt jetzt? So, da Cheetah, das ist die Entwicklung vom Wasseraffen. Ich nehme mal Efosep. Also, das wird also so sieht unser Affe aus, wenn es entwickelt ist. Das Pokémon, was jetzt kommt. So, da Cheetah. Alle Mischchen, ich bin der Elvis. Ich habe so eine coole Frisürchen. Okay, Laubklinge. Den wollen wir nicht mehr so schnell sehen. Sieht ein bisschen strange aus, das Pokémon. So, tschüss. Okay, Level 35 für Efosep, ein Level noch bis zur Entwicklung. Zebritz Wechsel, Switch. Zebritz. Ich mach mal wieder so einen langen Part, oh mein Gott. Wollte ich eigentlich mal wieder nicht machen, aber egal, Ladungsstoß. Er scannt die Lage, aber nicht so wie der von Clickzoom. Laubklinge, wie komme ich auf Laubklinge? Ladungsstoß. Und tschüss. So, jetzt schnappen wir uns das Item. Ja, danke für die Wildbierbeere. Ja, komm, lass mich in Ruhe. AP Plus erhöht die AP unserer Pokémon, also eine Attacke. Und ich merke, meine Stimme wird auch langsam K.O. Im Hals spüre ich gerade so ein. Aber okay, ich mache noch den Trainer und dann beende ich den Part. Dann geht's im nächsten weiter. Es dauert 20 oder auch 30 Jahre, bis ein Baum vollständig ausgewachsen ist. Was hältst du von einem Kampf als kleines Schauspiel für zu ehrende Bäume? Naja, von mir aus, wenn es sein muss. Bist du irgendein Typ vom Umweltschutzverein, wie heißt denn das, WHO, oder? Monozyto versus Efosep. Laubklinge. So, Laubklinge, mal ein bisschen Laubklingen. Okay, schlechtes Spiel, Wortspiel, ich weiß, aber egal. So. Milza. Ein Drachen-Pokémon. Hat man ja noch nicht. Gut, ich wechsle zu Sugoku. Son Goku. Milza! Sieht echt gut aus, das Pokémon. Ist eins von. Ja, ist ein schönes zu den hässlichen neuen Pokémon, kann man sagen. Ich habe anfangs, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, es wäre ein Pflanzendrache. Pokémon. Weil es so grünlich ist. Ne? Also wo ich zum allerersten Mal gesehen habe, habe ich sofort gedacht, ist Pflanze, ne? Aber nachdem es eine Drachenattacke gemacht hat, so wie Drachenklaue jetzt, ist mir in den Kopf gegangen, ah, es ist ein Drachen-Pokémon. Und dann so habe ich mir im Kopf gedacht, vielleicht Pflanze, Drache könnte vielleicht sein, ne? So, aber das war's nicht. Es ist nur ein typisches Drachen-Pokémon. Okay. Hier, das habe ich von einem Baum bekommen. Danke, und du kriegst jetzt eine Faust, haha. Okay, hier ist ein Item. Schnell nehmen! Top-Äther. Gut, dann
gehen wir im nächsten Part in den Turm hinein, in den Turm des Himmels. Ruhestätte gerechter Seelen. Bis dann, Servus!